Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Lotte Car Rental Station. Und da werden wir unser Mietwagen hier in Zokshow abholen. Das liebe Auto Lee haben wir jetzt für 2 Tage gebucht hier in Zokshow. Und wollen die Ostküste langfahren. Einmal zu unserem beliebten Punkt, zum Penispark. Das müssen wir uns unbedingt anschauen. Und dann wollen wir wieder zurück nach Zokshow und dafür bezahlen wir jetzt 150 Euro. Wie gesagt, auf Check24 ist so der günstigste Anbieter, weil man halt schon Vollkaskoschutz drin hat, faire Tankregelung und freie Kilometer. Bei Check24 sind die Kilometer immer frei. Wir sind jetzt im Moment hier Ende Mai, also in der Nebensaison. Und die Preise an sich sind relativ teuer in Südkorea. Wer sich jetzt übrigens fragt, auf welcher Seite man hier in Südkorea fährt? Auf der rechten, so wie in Deutschland. Richtig. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hallo. Is there reservation? Yes, we're not sure. Is it water here? Yes. Yes, that is good. Oh, Anna. Darf ich? You must be Ricardo. Yes. That's me. Please. Yes, thank you. Yes. My name is Avante. Mm-hmm. And here is gasoline. Okay, perfect. The car insurance and car damage waiver is fully covered when accident occurs. Oh, okay. But glass, tires are not included, right? Yes, tires. Yes, okay. Only tires. Ah, only tires, okay. So, let me check your passport. Yes, of course. International driving permit. Alles raus. Also ihr braucht auf jeden Fall den Passport und den internationalen Führerschein. Ganz, ganz wichtig. Gerade das letzte. Ganz wichtig. Okay. Take a look while I'm checking. Yes, okay. Thank you. Genau, also ihr bekommt jetzt hier so einen Guide, User's Guide. Und da steht nochmal alles drauf, die Policies hier und wie man sich im Straßenverkehr verhält, na, was wichtig ist. Ich habe gerade mal gefragt, wie man hier tankt, weil in manchen Ländern ist es ja so, dass es nur diese Automaten gibt. Da zahlt man zuerst in Amerika und tankt dann. Und hier meinte sie, fahr einfach an die Tankstelle ran, hol halt das Personal ran und die helfen dir dann, ne, beim Tanken. Also so wie es sich hier anhört, warnt dich das GPS vor Blitzern. Also hier scheint das wirklich erlaubt zu sein. In Deutschland ja nicht. Da wollen sie anständig Kasse machen. Da steht's dann. Genau, hier steht es drauf. Yeah. Do I have to sign now or? Here. Yes. So it's touch. There's no damage on the car, so the car. Oh, I take outside. Ah, okay, Yeah. Mit dem Finger unterschreiben. Das wird auch richtig genau gemacht. We're right now in front of the Lotte rental station. We just picked up our car. That's the number plate. Navigation, I said, yes. In English, this is black box. Mm-hmm. And it's a dash cam, right? For recording the street. Ah, okay. Ah, das ist ja cool. Wollen wir uns in den Straßenverkehr wagen, oder? Auf jeden Fall. In den aggressiven südkoreanischen Straßenverkehr. Und jetzt gehen wir mal rein und zeigen euch noch mal was Cooles. Erzähl mal, was das Auto hat, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Also, das ist nämlich ganz interessant. Hier in Korea, die nennen das Blackbox, ist bei uns eine Dashcam. Die nimmt wirklich den ganzen Straßenverkehr auf, ne, so bei Unfällen oder sowas. Und da kannst du nämlich beweisen, wer schuld war, wer nicht schuld war. Kennt man auf YouTube diese ganzen Videos mit der Dashkamera, wenn die diese Unfälle haben. Ja, ansonsten ist es eigentlich, Autos sind überall dieselben. Ne? Und wir haben nämlich vor, jetzt 2 Tage die Ostküste runterzufahren und hier im Auto zu pennen. Den Test machen wir gleich mal. Oh ja, das geht. Das ist in Ordnung. Wir probieren es einfach. Ja, das ist in Ordnung. Das Navigationssystem ist auf Englisch gestellt oder man kann es zumindest von Südkoreanisch auf Englisch stellen. Ja, ansonsten von der Bedienung vom Auto alles gleich wie in Europa oder Amerika. Autos sind überall gleich. Kilometer, also es wird in km/h angegeben. Ja. Auch gut zu wissen. Also wir haben km/h hier in Südkorea. Die erste Fahrt in Südkorea. Wir fahren Auto, ja, yay, in Südkorea. Voll geil. Die größte Freiheit, die man sich vorstellen kann. Ja, ne? So, Hasi, wo müssen wir lang? Du hast das nach. Leute, das Geile ist, dieses Navigationssystem sagt euch alles, was vor euch ist. Speedbumps,
Speedcameras, Ampeln, ja gut, Ampeln nicht, da sind wir gerade schon mal rot drüber geballert. Das erste Mal, aber voll krass. Du kannst eigentlich nichts falsch machen hier. Echt interessant, ich bin begeistert. A speed bump is ahead. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, dann vergiss auf keinen Fall unter dem Video den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du noch mehr dieser hilfreichen Videos sehen möchtest, hier oben uns zu abonnieren. Und hier geht's zum nächsten Video.